Ach ja. Meine lieben Tomodachis, ich habe jetzt unzählige Male immer wieder versucht, gegen diesen Boss zu kämpfen. Unzählige Male, weil ich das ganze Spiel jetzt so durchgespielt habe. Und ich habe mir Meinungen eingeholt von anderen Spielern, sowohl von der Fachpresse wie auch von privaten Spielern. Und alle kommen zum selben Entschluss wie ich. Man kann das schaffen, es ist schon machbar, aber es ist unfair. Unter anderem, und das habe ich auch angemerkt, aber ich bin nicht Fachpresse und so, aber das Gefühl haben alle Leute gehabt, auch Leute, die sehr viel Souls-Erfahrung haben, das kann ich jetzt von mir nicht sagen, aber die wirklich sehr viel Souls-Erfahrung haben, alle haben gesagt, dass die Bosskämpfe teilweise sehr unfair sind und größtenteils tatsächlich, weil die Steuerung so schwammig ist und weil die manchmal nicht so reagiert, wie man möchte. Sei es jetzt im Ausweichverhalten oder sei es jetzt, wenn wir hier unsere Magie anwenden, dass der manchmal dann einfach den normalen Schuss abgibt oder das macht. Oder. Es gibt da, wie gesagt, die Meinung, dass das unfair ist. Und ja, man kann es schaffen. Es gibt auch Speedrunner, die das schaffen. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt es wirklich probiert und probiert und probiert und probiert. Und zuletzt habe ich jetzt auch noch den aktuellen Game Talk gesehen von, den Rocket Beans, genau. Und da sagt der Elias das beispielsweise auch, dass er ab einem gewissen Punkt, und der ist bei ihm viel, viel, viel früher erreicht als bei mir, er einfach die Lebensenergie auf Gib ihm eingestellt hat, weil er hat gesagt, das Spiel ist so geil, das Spiel ist so schön, das Spiel ist so kryptisch, so mythisch. Und das wollte er sich mit dem Bosskämpfen oder grundsätzlich mit den Kämpfen nicht kaputt machen. Und ja, ich gebe zu, ich knicke jetzt hier ein. Aber Leute, es ist der Endbossfight und ja. Was ich mittlerweile weiß, ich habe mir das Ende nicht gespoilert. Ich weiß, es gibt irgendwie mehrere Enden. Ich habe mir das Ende aber auch nicht gespoilert. Ich weiß mittlerweile, dass der Bosskampf zwei Phasen hat. Und ich habe es noch nicht ein einziges Mal geschafft, in Phase 2 zu kommen. Das heißt, in Phase 2 macht der Endgegner nochmal neue Moves, neue Patterns, wofür man dann unter anderem wieder diese Maske gebrauchen kann. So viel kann ich verraten. Und ja, ich komme noch nicht mal so weit. So, ich habe mir dann noch angeguckt, okay, wie machen andere den Endboss? Auch meine Strategie, nah dranbleiben, immer an dem, haben wir gemacht. Dann gibt es einen Trick, nah an der Wand bleiben, das hat ein Speedrunner gemacht, an der Wand bleiben und dann halt immer einfrieren und dann draufhauen und dann wirst du zurückgestoßen, aber dafür musst du den richtigen Winkel haben, der hatte das recht gut raus und dann wieder einfrieren und bla. Man kann das so machen, wie wir das gemacht haben, wir haben das ja auch festgestellt, dass einfrieren gut ist, dann immer ausweichen, dreimal draufkloppen, ausweichen, dann wieder einfrieren. Oder man macht das so, wie ich das jetzt zuletzt immer gemacht habe, sprich Fokus, einfrieren, zweimal draufkloppen, einfrieren, zweimal draufkloppen, einfrieren. Muss dann natürlich aber auf Potions achten. Schläge gehen trotzdem durch, weil es der Endboss ist. Die Endbosse können sich ja auch bekanntermaßen in sämtliche Richtungen drehen und so weiter und so fort. Und ja, eigentlich lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt das Spiel beenden, indem ich mir auch unendlich Lebensenergie gebe, weil auch ich möchte mir dieses tolle Spielerlebnis und ich liebe das Spiel. Wie gesagt, es ist Adventure-mäßig für mich. Sehr wahrscheinlich das Adventure of the Year. Es ist für mich ein Game of the Year-Anwärter, das Spiel. Aber die Bosskämpfe, die sind wirklich für den Arsch. Ich habe alle Bosskämpfe geschafft. Mit dem einen habe ich mich ja länger rumgeplagt. Das habt ihr ja in der, im Let's Play gesehen. Und mit dem anderen dann ein wenig kürzer. Da haben dann andere länger gebraucht. Und ja, dann hatten wir ja noch diese Grotte, wo wir diese, Krone bekommen haben. Die Kämpfe, die waren machbar, aber da habe ich mich ja auch schön aufgeregt, aber war machbar. Und deswegen, also ich muss mir jetzt beim letzten Boss nichts mehr beweisen. Ich bin mir sicher, auch ich kann den irgendwann legen, aber ich möchte das Let's Play auch irgendwann mal hochladen. Das verzögert sich jetzt die ganze Zeit, weil ich nehme Spiele ja immer komplett auf und das verzögert sich jetzt die ganze Zeit, weil ich den Endboss nicht gelegt kriege. Deshalb seht es mir nach, ihr könnt jetzt gerne schreiben, hahaha, ist okay, kann ich mitleben. So, wenn ihr den unbedingt so besiegen wollt, let's go, tut es. Wenn mich der Reiz irgendwann nochmal packt, dass ich es unbedingt mir persönlich beweisen muss, dann mache ich das auch nochmal, aber ich denke nicht, dass ich das unbedingt machen muss. So, eine Sache, die ich noch sagen wollte,
Es gibt dann noch so eine Sache, die habe ich auch nachgesehen. Und zwar Potion, wissen wir, ne? Das ist diese Asche der Umkehr, die Lebensenergie mit Mana tauscht. Dann soll man bei dem Endboss-Fight möglichst das Ding hier reinpacken. Das sorgt dafür, dass die, die Geschwindigkeit des Zaubers schneller ist, beziehungsweise die Nachladezeit. Was wohl dazu geführt hat, dass wir manchmal diesen großen Eisangriff gemacht haben, weil wir nicht, weil wir zu schnell das Eis hintereinander irgendwie gespawnt haben. Und das hier ist für Movement Speed. Und das ist ja selbsterklärend. Das hat man ja auch im Let's Play gesehen. So. Jetzt habe ich alles dazu gesagt. Und es, ich gebe es ja auch zu, es ist mir schon unangenehm. Es ist blöd, aber. Leute. Ja. Was soll ich sagen? Theoretisch können wir sogar keine Ausdauerbeschränkung reinhauen. Es kommt jetzt auch nicht mehr darauf an. Und dann würde ich sagen, machen wir das jetzt einfach. Wie gesagt, es ist mir selbst ein bisschen unangenehm, weil ich es unbedingt schaffen wollte. Aber wie gesagt, ich muss es mir jetzt auch nicht mehr auf Krampf beweisen. Das hat keinen Nährwert. Das Let's Play hat davon gar nichts, wenn ich jetzt unbedingt auf Krampf den Endboss fair besiegen will. Ich kann ja jetzt, obwohl wir das jetzt drin haben, nochmal probieren, den zu besiegen, wie ich es getan hätte. Oder vorhatte. Oder die ganze Zeit vorhatte. So quasi. Da seht ihr, das meine ich. Okay, das war jetzt mein Fehler, aber davor. Da hat er gerade gar nicht reagiert. Das ist halt, das haben wirklich viele angekreidet. Dass die Steuerung manchmal halt einfach schwammig ist. Oh. Wobei wir ja eh keinen Schaden fressen. Ja, wie gesagt, wir machen das jetzt einfach so. Es ist blöd, es ärgert mich selbst. Aber komm, genießen wir den Rest des Spiels, gucken wir uns das Ende an und gut ist. Theoretisch können wir jetzt auch einfach so offen drauf kloppen, immer dranbleiben. Ich meine, man braucht ja selbst so schon ewig, den runterzuprügeln. Wie gesagt, ich hab's... Einmal ganz kurz, es ist aber, glaube ich, in keiner Aufnahme drin. Das war einer meiner, weiß ich nicht, hunderten Versuche. Da hatte ich ihn einmal kurz davor, ihn besiegt zu haben. Da war der wirklich im letzten Viertel ungefähr auf Hälfte. Ja, und dann war es das. Oh, ich habe kein Mana mehr. Ja, und ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das einen Einfluss aufs Ending hat oder ob irgendwelche anderen Sachen im Spiel einen Einfluss aufs Ending haben. Dahingehend habe ich mich nicht gespoilert. Da lasse ich mich quasi selbst überraschen. Ich werde dann nach dem Let's Play selber mal gucken, was es für Enden gibt und eventuell, was man hätte anders machen können, müssen. Ja, so weit hatte ich nicht. Ungefähr auf der Hälfte im letzten. Das war das Beste, was ich je geschafft habe. So, das ist halt, ja... Es macht halt keinen Sinn, da werdet ihr mir zustimmen. Es macht halt einfach keinen Sinn. Es macht halt einfach keinen Sinn, das da jetzt auf Krampf zu wollen. Wenn ich dann das Let's Play irgendwie, nächstes Jahr rausbringe. So, wie gesagt, so weit habe ich es nie geschafft. Leider. Ist ein bisschen ärgerlich. Das gibt halt Minuspunkte. Ja, genau, das ist Phase 2. Das hätte mich, by the way, dann auch überrascht. Da hätte ich gesagt, oh, was? Guck mal, genau das ist nämlich das Ding. Da hätten wir jetzt auch, ihr seht es ja, diese Maske gebraucht. Das ist halt, Leute. Also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ich finde das ehrlich gesagt beim Endboss ein bisschen übertrieben. Souls-like hin oder her. Und wie gesagt, das haben halt auch Gott sei Dank Leute gesagt, die viele Souls-Spiele spielen und das Spiel halt auch mitgenommen haben. Die haben dann halt eben auch gesagt, das ist einfach unfair teilweise. Weil du die Patterns, guck mal hier, alleine was der Endboss hier wieder für Patterns raushaut, ne? Wie gesagt, ich weiß nicht, was wir dadurch jetzt für ein Ending kriegen. Aber wie gesagt, es gibt ja diese Zugänglichkeit und ich habe den Rest des Spiels so gemeistert. Da sind halt andere auch schon vorher dran gescheitert. Und selbst wenn die Leute daran gescheitert sind, fuck it. Gott sei Dank hat das Spiel diese Option. Ich finde es vollkommen okay. So, und wer sich challengen will, der kann es dann ja auch nochmal irgendwann, ich sag mal, auf dem regulären Weg, wie es
mitunter ja gedacht ist, probieren. Yo, yo, seht ihr, wir wären so gescheitert. Das hätte ich im Leben im Let's Play nicht hingekriegt. Da hätte ich, privat hätte ich da schon ewig dran gesessen, ey, über Monate. Ich hab's ja immer wieder probiert und probiert und probiert. Oh, ich hab schon wieder kein Mana. Wobei ich den Endboss eh nur noch einfriere, weil der mich obs abfuckt. Oh, was? Ja, seht ihr? Und dann trifft der Endboss halt auch noch mit irgendwelchen Attacken, während der eingefroren ist. Oh, wir haben schon wieder kein Mana. Wie gesagt, das ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen schade. Aber, wie gesagt, bewertet das Spiel nicht alleine anhand dieses Bossfights. Das ist unfair. You can't kill me! I'm a god now! Jetzt schnell am Ende umschalten, weißt du? Schnell nochmal hochpotionen und dann... Ja, Junge. Alter, du musst, wie viel Mana du da verbrauchst und wie viel du ausweichen musst. Der Bosskampf ist schon dreist frech, muss ich sagen. Und wie gesagt, es gibt auch Speedrunner, die den legen. Auch da habe ich mir das Ende nicht angeguckt, also was wir jetzt vermutlich gleich kriegen. Also hier habe ich dann immer spätestens Schicht gemacht. Das wollte ich nicht sehen. Also ich halte mal eben das Maul. Okay. Das ist wahrscheinlich das schlechte Ende, oder? Mhm. Ich gehe mal von ja aus, weil wir jetzt eingesperrt werden. Ich frage mich, ob wir das Gute bekommen hätten, wenn ich den Bosskampf so geschafft hätte. Aber selbst wenn es das Bad Ending ist, damit muss ich jetzt leider leben, mit dieser Schande. Krass, ne? Ein so ein People. Ja, was ich halt noch sagen wollte, ist, also Speedrunner legen den Boss auch beim ersten Aufeinandertreffen, also... Aber Leute, die Speedrunnen, das sind sowieso Götter in meinen Augen. Also die haben so eine Ausdauer für sowas. Immer wieder tausende Male dasselbe zu machen und zu perfektionieren, pixelgenau, das ist so krass. Gut, genießen wir noch eben einmal den Abspann. Wie gesagt, ich gehe davon aus, es war leider das Bad Ending. Das werde ich mir jetzt dann angucken. Verhältnismäßig halt echt wenig Leute, die daran mitgewirkt haben. Ich sag ja, das Spiel ist bis auf teilweise die Schwäche mit den Bosskämpfen und mit der Steuerung, wo man halt nicht wie bei den Souls Games das Gefühl hat, man hat die Kontrolle über die Situation und wenn man Fehler macht, ist es wirklich immer der eigene. Bis auf diese kleine Sache ist das Spiel einfach großartig und ich empfehle es auch blind weiter, gerade weil man ja eben die Option hat, dass man sich das Ganze leicht machen kann und dann kann man einfach die Welt genießen und das spielen. Das ist super gut. Wie gesagt, mir hat es super gut gefallen. Es hat mich super unterhalten. Hat man ja auch mitbekommen im Let's Play, denke ich. Und wie gesagt, das jetzt am Ende, das war halt ärgerlich. Aber ihr habt gesehen, was das für ein Aufwand nochmal gewesen wäre. Und das wäre es mir jetzt dann nicht wert gewesen. Besonders dann, wenn man eben die Option hat, dass man es ausschalten kann.
ich finde, das ist keine Schande eigentlich. Es ist für mich schon irgendwie eine Schande, aber naja. Wie gesagt, irgendwann will ich das Projekt halt auch ad acta legen und ich habe gesagt, ich spiele beispielsweise privat nicht irgendwie Kirby, solange ich das Spiel nicht durch habe. Das heißt, Kirby lag jetzt auch die ganze Zeit bei mir rum und wurde nicht gespielt. Des Weiteren habe ich schon weitere Let's Play-Projekte in Planung. Und ja. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Findet ihr das blöd, dass ich das jetzt so gemacht habe? Findet ihr das vollkommen gerechtfertigt? Sagt ihr, das hättet ihr auch getan? Oder vielleicht habt ihr das Spiel auch gespielt und guckt trotzdem das Let's Play und sagt, yo, hab ich auch gemacht? Oder nein, hab ich nicht gemacht? Würde mich tatsächlich wirklich interessieren. Ich bin unzufrieden zufrieden. Am Ende bin ich unzufrieden zufrieden. Danke fürs Spielen. Ja, lieben, lieben Dank für dieses Spiel, dass ihr das ermöglicht habt. Bin immer noch durch. Wobei es keinen Durch gibt, würdet ihr denken. Aber ich habe, bevor ich mich jetzt entschlossen habe, das so zu machen, auch schon wieder unzählige Versuche gehabt. Okay, Errungenschaft freigeschaltet. Game over. Das wird das Bad Ending sein. Dir fehlen 5 Seiten. Kehre zurück und suche einen anderen Weg. Neues Spiel Plus. Kopiere den Spielstand und übernimm die meisten Gegenstände in ein neues Spiel Plus. Ist cool, werde ich aber nicht machen. Ist aber geil, das ist halt ja auch so typisch Souls-like. Finde ich cool, aber ich würde höchst sagen, neuer Versuch, dir fehlen 5 Seiten, kehre zurück. Aber fehlt einem dann alles? Nee. Warte, nur nochmal fürs Verständnis. Ich müsste jetzt nochmal den Endboss-Fight machen, oder was? Ja, also theoretisch könnte ich mich halt immer wieder dran probieren jetzt, das ist gut zu wissen. Warte mal, ich gehe hier mal zurück. Was ich euch noch zeigen wollte bezüglich des letzten Punktes, der uns ja aber fehlt. Da habe ich noch einen Hinweis gefunden, aber das mache ich dann jetzt auch nicht mehr im Let's Play. Da, seht ihr das? Bei Magischer Dolch. Ich kann halt leider nicht zeigen. Oder kann man die Maus reinholen ins Spiel? Nein, kann man nicht. Okay. Auf jeden Fall da, wo Magischer Dolch steht. Seht ihr das? Da unten ist ja noch der Punkt, wo wir noch beten müssen, was wir noch nicht gemacht haben. Wo wir einen weiteren Teleporter kriegen würden. Der letzte, der uns fehlt. Und ich denke, dass man mit diesem magischen Dolch, das habe ich halt nicht nachgesehen, das spekuliere ich jetzt. Hätte mir früher auffallen können eventuell. Aber dass man mit dem magischen Dolch dort, wo der Pfeil hin zeigt, in diese Höhle müsste, dort irgendwas machen muss damit und dann schaltet man das eventuell frei. Aber das ist nur Spekulationsblase. Ich weiß es halt nicht genau. Gut. Ich würde sagen, ich gehe zurück zum Titelbildschirm. Ja, das war ein Ritt. Wie gesagt, das mit dem Endgegner am Ende, das ist sehr ärgerlich. Um es nochmal ganz kurz zu sagen, das ist wirklich ärgerlich, weil ich das ganze Spiel ja ansonsten gut gemeistert habe, meinen Spaß hatte. Aber ja, ich werde das Spiel weiterempfehlen. Es ist für mich immer noch ein Anwärter auf Spiel des Jahres. Adventure des Jahres ist es bei mir vermutlich bereits, weil ich glaube nicht, dass noch dieses Jahr ein Adventure kommt, was mich so sehr abholt, so sehr überrascht. Und ja, war eine schöne Erfahrung. Am Ende leider eine nicht so schöne, wie gesagt. Ne? Ich bin unzufrieden zufrieden, weil natürlich hätte ich das lieber aus eigener Kraft geschafft. Aber wie gesagt, das hätte fürs Let's Play keinen Sinn gemacht. In diesem Sinne, wie gesagt, lasst es mich wissen, wie ihr das Ganze gesehen hättet. Und ja, lieben, lieben Dank, dass ihr bis hier dabei wart. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Projekt, meine lieben Tomodachis. Ciao, ciao.